Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind gerade dabei, unsere schwebende Insel weiter wachsen zu lassen, auf dass wir da genug Platz haben, ein großes Anwesen bzw. Turm, je nachdem, wie ihr euch entscheidet, drauf zu zimmern. Und ja, das machen wir doch mal weiter jetzt, ne? Das machen wir. Ich habe übrigens vergessen, mir aufzuschreiben, bei welcher Folge ich die Dingsbums rausballern wollte. Voll gut. Das habe ich wahrscheinlich vergessen. Oh, geil. Oh, ich werde das schon irgendwie noch rausfinden. Oh, das war wieder nicht gut. Ich wollte mir das aufschreiben. Leider habe ich mir nur den Zeitstempel aufgeschrieben, aber nicht bei welcher Episode das war. Blöd. So, wir haben genug Erde, als dass das, glaube ich, reicht, um die nächste Schicht hier zu vollenden. Das macht mich sehr glücklich und dann bauen wir mal. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, ne? Aber hey, muss gemacht werden. Wer Großes erreichen will, braucht ein Fundament von biblischem Ausmaß und daran arbeiten wir. Ich bin mal gespannt, wie groß die Insel gleich ist, wenn wir die nächste Schicht dann auch noch drauf haben. Könnte sein, dass das dann schon reicht. Man muss ja das hier noch mitzählen. Ja, wenn wir noch eine Schicht drauf machen, könnte das echt ausreichen. Vielleicht dann noch eine, damit es wirklich groß genug ist. Dann passt es aber definitiv. Dann haben wir auch noch genug Platz für ein bisschen Garten und so. Der dicke Turm muss da ja auch noch rauf. Und da muss ja noch ein bisschen Platz sein, dass man auch irgendwie noch irgendwie quasi einen Minigarten oder so. Also es muss jetzt nicht viel Garten sein. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit Tieren und so machen. Ob wir die wirklich unten einfach dann auslagern, dass wir unten dann so ein kleine Farm noch bauen. Wäre ja denkbar. Aber erstmal gucken. Mal schauen, wie viel Platz hier nachher ist. Ich hätte auch gerne ein paar Bäume drauf und so halt, ne? Dass das ein bisschen natürlich und schön aussieht. Wir wollen ja, dass das muckelig wird, ne? Und die Modder geht so flöten, ey. So wie wir sie abgebaut haben, zack, so setzen wir sie auch wieder weg. Ratzfatz aufgebraucht, der Kram. Wahnsinn. Das wird ja auch mit jedem Mal mehr, ne? Das kommt ja erschwerend hinzu. Hier sind schon ein paar dicke Bereiche jetzt hier. Aber nur, falls wir auch später irgendwas bauen oder wieder einbuddeln wollen, ist es halt sinnig, das gleich ordentlich zu machen. Na, wir machen hier keinen Scheiß, keine halben Sachen. Wir machen das vernünftig. Das wird hier vernünftig und ordentlich gemacht. Wie sich das gehört. Coin Kinderkorn. Habe ich noch mehr Modder? Nein! Ich glaube, das reicht nicht. Ein ganzes Inventar von Modder scheint nicht mehr für eine Ebene auszureichen. Das sind natürlich Erkenntnisse, die mich nicht glücklich stimmen. Kann man fragen, ob jemand einen Modder über hat? Oh. Ja gut, ja gut. Zack, 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 zack. Die Insel nimmt Gestalt an. Es wird aber keine Insel mit zwei Bergen. Wir haben unter uns zwei kleine Berge, das muss reichen. Na, vielleicht reicht es doch noch. Ganz ehrlich, es könnte reichen. Das könnte tatsächlich reichen. Wahrscheinlich erklärt ihr mich wirklich für bescheuert, dass ich das ausfülle. Ich denke also, mach doch nur den Rand, du Dödelmann. Ohne Spaß. Was soll denn das? Das ist fürs gute Gefühl. Ich will mich auf meiner Insel halt sicher fühlen. Wenn die ausgehöhlt ist, wie ist das denn? Da kann man sich doch nicht sicher fühlen. So, guck mal. Oh, das ist schon ordentlich Fläche. Ohne Spaß, also... Hier, oh, scheiße, nein. Verdammt. Ja, soviel zum Thema. Das reicht schon irgendwie. Nope. Tut's nicht. Hier muss noch ein bisschen mehr hin. Also hier hinten, da ist richtig Platz sogar für Garten und so. Also wenn wir da so einen dicken Turm hin basteln. Ja, der muss ja auch nur rund werden und so. Also es wird schon ein dicker Turm. Ja, wir brauchen locker noch mindestens eine Ebene und wahrscheinlich sogar noch eine. Also ich glaube, zwei Ebenen wären es locker noch. Dann wird's aber vermutlich reichen. Weil so groß wie der Keller ist, da dann noch rund, muss ja noch rund werden,
So muss der Turm werden. Das ist dann schon fast diese Inselgröße. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Garten. Also hilft nichts, wir müssen noch mal ein bisschen ran. Bedeutet, Tobi 1 wurde zur Gästeliste hinzugefügt, das ist richtig. Das bedeutet für uns. Das bedeutet für uns Inventar leerräumen. RP, TP, Blaufuchs. Oh. Lass uns mal eben kurz Hallo sagen. Sind sie nicht schnuffig? Sie machen das, was ich auch gern machen würde. Einfach nur rumliegen, schlummern, den ganzen Tag Beeren essen. Eigentlich voll das coole Leben, ey. Oh, die haben jetzt ja coole Augen. Na, ihr beiden? Ja, voll knuffig. Ich lasse euch mal wieder weitermachen, so. Ja, ich räume der Wollmombait mein Inventar leer, ne? Süß. Ich stopfe einfach jetzt alles hier rein, das passt schon. Wir brauchen die beiden Dinger eigentlich jetzt nicht. Die packen wir auch weg. Wir brauchen Eisen. Sehr viel Eisen. Und wir brauchen Holzstäbe. Die sind oben. Und dann machen wir jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schaufeln. Bums. 8 Schaufeln. Erzählen ist so eine Sache, ne? Muss man auch erstmal hinkriegen, du. Oh Mann. So. Das kann wieder weg. Das lassen wir mal lieber drinnen. Stock weiß man ja nicht. Ja, wobei ich habe jetzt nichts. Nee, auch. Auch Stock kommt weg, komm, scheiß drauf. So. Ich weiß, es wird jetzt nicht sonderlich spannend, aber hilft nichts. RP, TP, Sumpf, Fuchs. Doch nicht. RP, TP, Sumpf. Alles klein geschrieben? Alles klein geschrieben. Kein Camel Case. Hab verschissen. Okay. Oh, sieht das nicht schön aus tagsüber? Herrlich, oder? Das ist schon wunderschön. So, wo habe ich denn gebuddelt? Irgendwo hier in der Nähe war das doch. Hier, da. Ja, dann geht's mal weiter. Wir sind leider nicht mehr ganz so schnell, aber ich würde sagen, immer noch schnell genug, kann man mitarbeiten. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Dim, 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 dim. Bam, bam, bam. Kubbeliger Pilz, du. Kann man lecker Suppe draus machen. Tja, du, da wird die Erde abgebaut, ne? Da wird die Erde abgebaut, bis nichts mehr steht. Bis das Inventar voll ist. Dim, dim, dim. Das ist übrigens Hashtag Realtalk. Das Realtalk, Alter. Guck ich da drauf jetzt. Ich glaube, weil ich heute Energieoptionen von irgendwelchen Realtalk-Netzwerkkarten umstellen musste. Auf jeden Fall ist das das, was ich morgen auch machen werde. Das ist der Plan. Wenn es nicht so ultra heiß wird, aber es wird wohl ultra heiß. Aber dennoch, der Plan ist eigentlich morgen ein Beet umzugraben. Und vorzubereiten für eine Bienenwiese. Ich bin gespannt. Musst du mir erstmal anlesen, wie das geht. Bin ich so der Umgrabe-Experte. Habe ich das letzte Mal gemacht, da war ich, keine Ahnung, 9 oder so. Wir hatten früher so einen Strebergarten und jeder von uns Kiddies hat einen Teil des Strebergartens bekommen als seinen eigenen Garten. Und dann durften wir da anbauen, was wir wollten. Und ich habe Bohnen angebaut. Die waren sogar echt lecker.
eigentlich voll cool. Wir haben bei uns hinten sehr viel Platz. Man könnte eigentlich da auch mal so seinen eigenen Garten. Ich wüsste nur nicht, wann ich das alles machen soll. Weißt du, so, das Problem ist dieser Zeitfaktor. So Garten muss ich dann auch kümmern, ne? Ich komme ja nicht mal zu meinen Let's Plays aufnehmen, weißt du? Geschweige denn meine Auffahrt endlich mal zu machen. Grüße gehen raus an die Auffahrt. Die wird auch noch bis Ende des Jahres so aussehen. Ich rede immer nur davon. Und suche mir dann Ausreden, warum ich es zeitlich nicht schaffe. So, guck mal, das sieht doch hier langsam schon verändert aus, ne? Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es in der Erde und eigentlich auch nur da. So, es geht weiter. Hä? Moin, was machst du denn hier? Hi. Guten Tag. Oh, moin sagen. Das sieht ja... Ihr seid ja süß. Du kannst nicht mit deinen Lamas ausleihen. Ich würde die gern behalten. Oder Alpakas oder was auch immer. Ja. Latsch hier mal durch. Du siehst du nicht, dass ich hier am Arbeiten bin? Muss das denn jetzt hier sein, wo ich gerade am buddeln bin? Kannst du sonst wo rumlaufen mit deinen Viechern da? Also erstmal kannst du mir sie schenken, weil ich sie süß finde. Kann ich sie mir in den Garten stellen. Und dann kannst du dich verpieseln. Damit ich hier in Ruhe weiter umgraben kann. Bis die Nacht hereinbricht. Tja, ja, der Sumpf wird abgemudelt, mudeludelt. Bis hier keine Erde mehr ist. Ist auch so ein bisschen beruhigend, ne? Wenn man einschlafen will, könnt ihr euch das so im Background anmachen. Ein bisschen White Noise. Fuchs erntet Erde ab. Stundenlang. Könnt ihr auch schneiden, aber nee. Ich möchte schon, dass ihr das alles continuous-mäßig miterlebt. Hatte ich letztens als Kritik bei meinen Let's Plays, von wegen, ja, so lange Überlegensphasen und so könnte man ja rausschneiden. Das stimmt schon, würde man auf jeden Fall Zeit sparen. Aber ich finde, so wenn, dann solltet ihr das auch alles miterleben. Vor allen Dingen bei so Story-Sachen oder so. Wenn man dann halt mal dumm ist, finde ich, gehört das auch dazu, dass man auch sieht, wie der Fuchs halt einfach so dumm ist und 20 Minuten lang überlegt, was voll einfach ist. Das ist dieses Mitfiebern. Wann schnallt das denn endlich? Wann hat er es endlich verstanden, weißt du? Gehört halt irgendwie doch dazu. Deswegen schneide ich halt nichts. Und auch wegen dem zeitlichen Aufwand, muss ich echt gestehen, hätte ich jetzt aktuell tatsächlich keine Zeit zu. Ich wüsste gar nicht, wenn ich das auch noch machen soll, wenn ich auch noch schneiden müsste jede Folge, um Gottes Willen. Wir kommen ja nicht mal zum Produzieren. Was soll ich denn gerade noch schneiden? So, delay. Es wird gebuddelt. Oh. Gebuddelt. Oh. Es wird gebuddelt. Oh. Gebuddelt. Ja, ja, ja. Ja, sonst habe ich nichts viel so zu erzählen, ne? Wacken steht langsam vor der Tür. Vorbereitungen haben begonnen. Muss mich langsam mal dran machen, ein bisschen in die Bands reinzuhören, die ich nicht kenne. Weil immer zu den Sachen hinzugehen, die man kennt, ist zwar cool, weil man kennt es schon und weiß ja, was einen erwartet. Aber ganz oft verpasst du halt auch coole Bands, die dir einfach vorher nichts sagen, weil du sie halt nicht kanntest. Und deswegen, normalerweise nehme ich immer die Running Order und gehe einfach mal so durch, was so rein jetzt vom Genre interessant sein könnte und hör wenigstens mal rein. So entdeckt man auch mal ganz Neues. Beziehungsweise ich habe das jedes Jahr vor und selten gelingt es mir auch. Aber mal sehen, vielleicht dieses Jahr. Irgendwann wird sich auch dafür vielleicht noch Zeit finden. Wer weiß, wer weiß. Beim Auffahrt machen beispielsweise. Dip, 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 dip. Ja, ne? Da ernten wir die Erde ab. Das klingt auch, als würden wir ein bisschen Gravel einsammeln, aber es scheint alles Erde zu sein, ne? Es ist alles Erde.
die nächste Schicht so kommen kann, meine Freunde. Die nächste Schicht so kommen kann. Dösi wird man da schon von so, ne? Aber ich sag mal, wie es ist, so nach so einem harten Arbeitstag, ne? Wenn du dann echt mal abends einfach nur noch was Seichtes, Entspanntes, zum Beispiel auch für nebenbei beim Serien gucken, wenn du so eine White Noise Serie guckst, die du schon ewiglich gehört hast, so eine Wohlfühlserie, die sich einfach nur einlullt, dann ist das eigentlich optimal, weil das kannst du locker nebenbei machen. Man kann auch jetzt halt weggehen und pausieren. Gibt keine Story, die man verpassen könnte, also eigentlich voll optimal. Ich habe Angst, dass die Nacht gleich wieder hereinbricht. Ich hoffe nicht. Ich möchte mich nicht wieder mit so einem Ding beulen. Nicht schon wieder. Ah ja, wir haben noch einen Tag geschenkt bekommen. Ich glaube, einen haben wir noch. Dann ist aber wirklich Nacht. Erde, Erde. Oh, wir haben meinen Außenposten wieder erreicht. Buddeln wir erstmal wieder in die andere Richtung. Oh, Wasser. Das wollen wir natürlich nicht. Na, du, immer noch hier? Achso, ja. Aha, das heißt wohl ja. Du, gönn dir. Wenn du meinst, du brauchst das, du, gar kein Problem. Solange du mich nicht bei der Arbeit störst, soll es mir egal sein. Ich habe jetzt nichts gegen dich oder so. Alles cool. Leben und leben lassen und so, ne? Dü, 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 dü. So viel Modder. Ohne Spaß. Das müssen wir dann nochmal machen, ne? Für die nächste Schicht. Aber dann ist es, glaube ich, gut. Ich glaube, dann ist wirklich ausreichend. Ich glaube schon. Komm, ich buddel ja noch aus. Es muss hier alles sauber sein. Sauber abgearbeitet möchte ich das haben. So, ein Berg weg. Gönnung. Auf diesem Server werden öfter mal ganze Berge abgetragen. Weißt du, die tragen die ab, ich baue sie halt auf, ne? So hat jeder seine Aufgaben. Schön hinterm Außenposten direkt unsere Buddel-Landschaft. Hatte so eine schöne Aussicht, als ich aus dem Fenster geguckt habe, ne? Alles weg jetzt. Das ist alles unsere Buddelmine. Ist das Wasser? Ja. Müssen wir eben aufpassen, dass wir das nicht anbuddeln. Hier gleich alles unter Wasser. Das tut ja nicht Not, ne? Das muss ja nicht sein. Okay, jetzt sind wir hier eigentlich soweit durch. Buddeln wir mal weiter in diese Richtung, würde ich sagen. Ja, da wo der Typ halt rumläuft. Ich buddel dem halt die Gegend unterm Arsch weg. Ja? Hast mich schon verstanden, Junge? Ich buddel dir jetzt die Erde unterm Arsch weg, habe ich gesagt. So mache ich das jetzt auch. Aha. Weiß ich nicht, scheint dich jetzt nicht so zu stören. Er ist wohl dabei. Ha? Oh. Und wieder eine Schaufel kaputt. Aber jede kaputte Schaufel führt uns unserem Ziel näher. Muss man auch so sehen. Oh, holy shit, ist schon wieder vorbei. Ist ja crazy. Hä? Es regnet. Wunderschön.
So, ihr Lieben, ihr habt den Hahn krähen gehört. Es regnet. Es ist übrigens, also es ist ja voll angenehm. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst über eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Ja, wenn ihr Bock habt mitzumachen, schaut unten im Discord. Da steht, schaut unten im Discord, Mann. Schaut unten in der Videobeschreibung, da steht, wie es geht. Meldet euch einmal kurz beim Discord und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann auch mitspielen. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.